Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen. Ich bin ein energetischer Heiler, der feinstoffliche Virenscanner. So ist meine Bezeichnung. Vorweg nochmal vielen Dank für alle, die so treu diesen Kanal bei Andreas einschalten, die meine Videos sehen, die Videos von Andreas sehen. Es ist eine Freude, wenn ich so die Reaktionen darauf höre. Also macht richtig Spaß. Und deswegen ist es, wir tun es gern generell, aber ich mache es auch gerne in energetischer Heilung übers Fernsehen, Tablet, Computer näher zu bringen und auch etwas für Sie zu tun. Das ist mir eine große Freude. Gut, heute haben wir ein neues Thema, Aura. Also da bewegen wir uns mal außerhalb Ihres Körpers, um da Energien zu entfernen. Also innerhalb der Aura, also dem Feld um den Körper herum, die Aura geht auch in den Körper hinein, aber das meine ich in diesem Falle mal nicht, können Energien sein, die da nicht hingehören und die sind dann störend, die belästigen. Zum Beispiel habe ich einen Fall, der hat so epileptische Anfälle und da steht neben ihm einer, der würgt ihn die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit, ab und zu. Solche Fälle können wir abarbeiten oder Störungsfelder in der Aura, wo man einfach merkt, da ist was, was da nicht hingehört. Ich selbst sehe es nicht, aber ich fühle es und kann es wahrnehmen. Also für mich ist es wahr. Die Skeptiker, die kriegen mit so einem Video richtig Nahrung, sagen sie, ja, wir wissen, das ist verrückt, was er macht. Aber sie schauen einfach zu, sie brauchen noch nichts machen, sie müssen es auch nicht im Prinzip glauben, das braucht es in meinen Videos nie, sondern setzen sich ganz entspannt hin, schauen sich das an, hören sich es an, wann immer sie Lust zu haben. Und der eine oder andere wird vielleicht merken, ah, in meiner Aura war auch was, es fühlt sich vielleicht leichter und besser an. Gut, dann will ich jetzt mal alle einladen, die dieses Video schauen. Es gilt immer die gleiche Vorgehensweise. Alle, die sich dieses Video anschauen werden, wir drehen das ja heute an einem Tag im Mai, aber wenn Sie das irgendwann im Laufe des Jahres oder in den nächsten Jahren sich anschauen, die Wirkung ist die gleiche, ist der Impuls müsste eigentlich nur sein, ja, das darf Heilung für mich geschehen. Und der zweite Impuls ist, ja, es darf passieren, fertig. Also Sie geben praktisch die Genehmigung. Das ist praktisch die einzige Möglichkeit, wie man Heilung verhindern kann, wenn man hingeht und sagt, ich will es nicht. Dann respektiert das mein Sein oder die Energie respektiert das und dann wird auch nichts geschehen. Aber solange Sie zustimmen oder einfach neutral schauen, das ist wie Zustimmung, ist alles gut. Okay, jetzt schauen wir mal, dass alle kommen, die da mit diesem Thema zu tun haben. Gut. Dann geht es los. Dann müssen wir mal schauen. So. Oh ja. Da ist schon viel los. Dann würde ich jetzt mal anfangen. Wie immer schließe ich die Augen. Das ist aber meine Unart. Das kann ich leichter sehen. Und ich fuchtel auch mit den Händen rum, weil ich sie praktisch vor mir habe. Einen multidimensionalen Menschen, der aus verschiedenen besteht, den ich energetisch bearbeite. Und so kann ich auch wahrnehmen, es ist was passiert oder ich muss noch weitermachen. Das ist für mich einfach mehr so eine Hilfskonstruktion, aber es ist, wie es ist. Okay, machen wir erstmal Ihren gesamten Körper energetisch sauber. So, das haben wir gemacht. Und jetzt gucken wir mal außerhalb des Feldes. Also ich werde nicht besonders auf diese Aura schichten, bin ich kein Fachmann drin, da ist jede Menge drumherum. Deswegen gehe ich nicht auf diese einzelnen Schichten ein, ich nehme einfach das, was außerhalb Ihres physischen Körpers, wir sind ja so eine
stehende Welle, wenn man das übersetzen will. Das bildet den physischen Körper, aber wir sind tatsächlich viel größer. Und einige Probleme sitzen außerhalb unseres physischen Körpers. Und da wollen wir heute dran. Okay, jetzt fangen wir an. Ich würde sagen, mit dem, was vielfach ist, diesen Depressionsdorn. Der geht von oben durch den Körper durch, ist außerhalb des Körpers, fängt an, aber geht in den Körper rein. Den werde ich als erste Tat entfernen oder bitten, dass er weggeht. Oder befehlen, dass er weggeht. So, dann machen wir den Körper. Okay. Ich hatte eine Dame, die hatte Haarprobleme. Habe ich bei ihr reingefühlt. Und die hatte wie so Stachel, die oben in den Körper reinführen. Stangen, verschiedene Stangen. Das werde ich jetzt auch mal. Da ist der eine oder andere dabei, der hat das gleiche Problem. Werden wir diese ganzen Stangen erstmal entfernen. Oben auf dem Kopf. Ich mache es ein bisschen tiefer, dann brauche ich die Hände nicht so hochhalten. Wir mal, ob der Kopf frei ist. Ja, im Kopf selbst ist was drin. Dann machen wir das auch noch schnell frei, den Kopf. Wo das nicht zum Außen gehört, das ist innen. Aber sie sollen ja auch dadurch Heilung erfahren. So, das fühlt sich schon viel besser an. Mache ich das, was ich vorher gesagt habe, ich wollte es nicht tun, aber es gehört eben doch zusammen, sonst macht es keinen Sinn. Müssen wir den Kopf ein bisschen frei machen. Okay, den Kopf haben wir frei. Jetzt gehen wir mal außen, machen wir diese Energieeinheiten, die draußen sind, mal raus. Für mich sind das energetische Klumpen, sage ich es mal so. Es ist wahrscheinlich Wesen, aber ich versuche, alle die aus der Aura rauszunehmen, die ich jetzt erkennen kann. Fangen wir erst von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite an. Gehen wir auf der rechten Seite lang. Also da kann eine ganze Menge los sein. Wenn Sie zu mir kämen, würde ich nicht als Erste da immer drauf achten, aber ich merke, dass da jede Menge in dem Feld drin ist, was da nicht reingehört. Wir sind eigentlich unendlich groß, muss man sagen. Aber um unser Erscheinungsbild kann natürlich jede Menge Zeug sein, ne? Das machen wir jetzt mal alles weg. Da wir ja nun dreidimensional sind, drehe ich sie mal auf die Seite, dann mache ich das von vorne alles weg. Oder bitte darum, oder nee, Befehle wäre der richtige Ausdruck. Wer also die Aura nicht glaubt, das gibt es so nicht, dann nähern Sie sich mal einen anderen Menschen mit der Hand oder mit dem Körper und achten Sie mal auf Ihr Körpergefühl. Und Sie werden sehen, oh, da ist eine Schicht und vielleicht sogar noch die nächste Schicht spüren können, also mehrere Schichten spüren können, wenn man ein bisschen sensibel ist in der Richtung. Ne? Man muss es jetzt nicht. Das ist die Rückseite, die machen wir sauber.
Störfelder in ihrem, in ihrer energetischen Ausstrahlung. So. Gibt es noch sowas wie, nee, also vorhin den Impuls, sowas wie elementare oder selbstgeschaffene Wesen, aber das kriege ich keine Antwort drauf. Das scheint nicht so zu sein. Nicht hier in dem Fall. Also ich bin immer außerhalb ihres Körpers. Jetzt machen wir auch unterhalb des Fußes. Ich drehe sie mal auf die Längsseite, die unterhalb sind. Auch die Erde ist ja nur eine Einbildung. Und dann machen wir den Kopf oberhalb des Kopfes. Haben wir zwar diese Stangen alle schon entfernt. Okay, das können wir jetzt mal schauen. Das sind ihre Schichten, zumindest die so ziemlich dicht dran sind. Ohne es selbst unterscheiden zu können, ich kann es nicht, deswegen habe ich ja gesagt, ich unterscheide das jetzt mal nicht. Also kann es im Moment nicht. Man soll nie, nie sagen, ne? Manche können das sogar sehen. Ich kann es nur fühlen. Das Sinnesorgan ist ja egal, mit wem man es wahrnehmen kann. So. Machen wir nochmal eine große Sphäre, die vergrößern wir, die ziehen wir nochmal komplett über sie drüber, damit sie mit vollständig im Außenbereich gereinigt sind. Ja, das fühlt sich schon viel besser an. Fühlt sich schon viel besser an. Ich kann wahrnehmen, dass es so gut wie es sauber ist. An den Füßen unten ist noch ein bisschen was. Außen um die Füße herum. Aha. So praktisch, als ob wir in Müll stehen oder in energetischem Müll stehen außenrum. Machen wir das auch nochmal weg. So, jetzt gucken wir, das wäre das, was außerhalb des Körpers sich so befindet. Jetzt schaue ich mal nach Personen in, oder Wesen, die außerhalb des Körpers sind, die ihnen vielleicht dauerhaft schaden wollen. Die gehören nämlich nicht dahin, die müssen irgendwo anders hin. So, dann werden wir alle diese Wesen, Lichtsäule, Erzengel und Michael, alle diese Wesen, die außerhalb des Körpers meiner Zuschauer hier sitzen, bitte ich jetzt ins Licht zu gehen. Mal schauen, ob das Menschen sind, dann gehen sie. So. Und dann werde ich das nochmal befehlen. Dass wir keinen mehr drin haben, der sie würgt oder irgendwie belästigt oder sonst wie was macht. Gut. Und gibt es noch irgendwelche, die wir aus der Aura rausschneiden müssen? Das müssen wir auch. Die also so freiwillig nicht gehen. Die nehmen wir mal hier raus. Lichtsäule, Erzengel, dann darfst du da hin. So, alles, was da nicht hingehört aus der Aura und was jetzt nicht raus will, das ziehen wir mal raus. Spulen wir hier mal auf und dann in die Lichtsäule und weg damit, weg damit. Ja, es wird immer freier. Also das war doch nötig.
Wobei das jetzt nicht mit der spezifisch mit einer Problem zugeordnet ist. Es ist einfach die Außenschicht. Es kann mit Problemen zuständig sein. Also jeder, der irgendein Thema hat, sollte das vielleicht einfach mitschauen. Das kann man auch regelmäßig machen. Jeden Tag wäre jetzt sinnlos, aber einmal und dann vielleicht einmal eine Woche oder einmal einen Monat. Einfach um sicherzugehen, dass sich im Außenfeld nicht irgendwas reingehängt hat, was da nicht hingehört. Okay. Die meisten glauben, dass man die Aura dann wieder schließen muss. Ich sehe das anders. Ich brauche nur diese Energien entfernen, die da nicht hingehören. Und das ist wie auch im anderen Video schon erklärt, so wie ein Dorn, den man aus dem Fleisch herauszieht und dann ist dieser Dorn raus. Und das Fleisch sorgt selbst darum. Also die Aura schließt sich automatisch. Ich werde einfach nur noch mal bitten darum, um Heilung. Das wäre das dann im Wesentlichen. Okay, also ich glaube nicht an Schließen, man dürfte nichts schließen. Manche versuchen auch ihre Chakren zu schließen. Machen Sie sich so weit auf, wie es geht. Seien Sie so weit offen, dehnen Sie sich aus, absichtlich. Also das alles sind Angstreaktionen. Keine Angst haben. Ausdehnen, wir sind helle Wesen und da, uns kann eigentlich nichts. Das nur, wenn wir das in Angst leben oder Angst haben, dann kommt sowas in unser System rein, was da nicht hineingehört. So, machen wir das nochmal. Ich bitte um Löschung des Karmas, Anfälligkeit von Außenwesen in der Aura in diesem Leben. Ich bitte um vollständige Heilung aller dieser meiner Zuschauer jetzt in allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, vollständige Löschung mit dem Gios gleich, Schulters gleich. Bitte um Heilung aus allen früheren Karmen und Inkarnationen übernommenen Anfälligkeit der Aura in allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, vollständige Löschung, bitte um Gios gleich, Schulters gleich. Und ich bitte um Löschung der Anfälligkeit der Ahnen, also Mutter, Vater, Generationen und deren Vorfahren in allen Dimensionen, Löschung, vollständige Löschung, bitte um Gios gleich, Schulters gleich. Ja, fühlt sich gut an. Ich denke, damit haben wir einen ganzen Schwung gemacht. Eben etwas Besonderes außerhalb unseres Körpers gearbeitet im Wesentlichen, stärkt, dass Sie gesund und heiler, energetisch heiler durch die Welt laufen dürfen. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Cornelius van Lessen, der feinstoffliche Virenscanner. Bleiben Sie uns erhalten, schalten Sie auch gerne bei den nächsten Videos ein. Machen Sie es gut.